erste Telefonat, das Herr Valerich mit Frankfurt geführt hat nach der Extubation. Mhm. Das war mit seiner Tochter. Wir haben ja insgesamt 8 Patienten aus Frankreich übernommen. Von den 8 Patienten, die wir übernommen haben, konnten wir jetzt heute die ersten beiden erfolgreich zurückverlegen. Die beiden Patienten haben bei uns einen sehr, sehr guten Verlauf genommen. Der eine Patient war 6 Tage beatmet, der andere Patient insgesamt 17 Tage, was ja schon eine relativ lange Dauer ist. Beide Patienten konnten wir erfolgreich von der Beatmungsmaschine entwöhnen, extubieren, wie wir sagen, also den Beatmungsschlauch entfernen, haben sie dann über die Intensivstation auf die Intermediate Care Station, auf die Normalstation weiterverlegt und können sie jetzt wirklich in einem sehr, sehr guten Allgemeinzustand wieder in die einmal zurückverlegen, wo dann jetzt die Endbehandlung geschieht, bevor die Patienten dann wieder ins häusliche Umfeld entlassen werden können. Ich glaube, das ist für uns ein relativ großer Erfolg. Das Team hat Großes geleistet und wir können, glaube ich, stolz darauf sein, was wir im Rahmen von der Covid-Behandlung für alle Patienten, aber auch für die Patienten aus Frankreich jetzt haben tun können. Ja, Unikliniken spielen bei der Bewältigung dieser Covid-Krise eine immense Rolle. Wir haben hunderte von Betten freigehalten und es ist in meinen Augen nicht solidarisch, wenn man sagen würde, wir nehmen keine Patienten aus dem europäischen Ausland. Wir machen es nur so, wir machen das kontrolliert über die Staatskanzlei. Es erreichen einen immer wieder Anfragen von überall und wir wollen diese Kontrolle haben, damit auch eine Institution im Land eben wirklich genau weiß, wo sind welche Patienten aus dem Ausland. Aber das gehört für mich total dazu. Wir können nicht nur über Europa reden und nicht europäisch handeln. Das ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ja unser Tagesgeschäft. Wir haben ja ganz häufig in der Intensivmedizin große Erfolgserlebnisse auf der einen Seite, aber auch große Niederschläge zu verzeichnen. Hier können wir jetzt wirklich sagen, hier haben wir, glaube ich, gute Arbeit geleistet und können die Patienten im guten Zustand zurückverlegen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass auch wir Patienten an dieser Erkrankung verlieren, dass auch Patienten bei uns versterben. Das heißt, es ist nicht alles Freud, sondern wir haben auch jeden Tag Leid zu verzeichnen. Aber grundlegend freuen wir uns über jeden Patienten und motivieren uns auch über jeden Patienten, dem wir helfen können und den wir dann im Endeffekt wieder von Intensivstationen in einem guten Zustand wegverlegen können. Und die beiden Patienten, die uns heute nach Frankreich jetzt wieder verlassen, sind ein gutes Beispiel dafür, dass es gut funktioniert.